Okay, Leute, im folgenden Video gehen wir ganz kurz auf grundlegende Funktionen des Autopiloten, insbesondere am Garmin G1000 ein. Das Video ist für Anfänger gedacht und wir machen das anhand eines ganz kurzen Fluges mit der Cessna 172. Bevor es richtig losgeht, wieder ganz kurz der Hinweis auf unseren Community-Discord-Server. Wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, wir haben inzwischen über 4000 Mitglieder. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, ihr euch mit anderen darüber austauschen wollt oder ihr Mitspieler sucht, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Ihr findet dort auch viele meiner Videos mal zum Links nach Kategorien sortiert. Den Link zum Discord selbst findet ihr oben rechts auf der YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Okay, liebe Leute, wir stehen hier auf der Piste, die Maschine läuft und es geht heute, wie gesagt, um die grundlegenden Autopilotenfunktionen, insbesondere am Garmin 1000. Die Begrifflichkeiten und die grundlegenden Funktionen sind allerdings eigentlich für fast alle Flugzeuge gleich. Ja, es kann natürlich sein, dass einige Flugzeuge mehr Funktionen haben am Autopiloten, einige Flugzeuge haben vielleicht eine Funktion nicht oder auch zwei, drei Funktionen nicht, aber die Begrifflichkeiten und die Funktionalität ist eigentlich, sage ich mal, so bei so gut wie allen Flugzeugen gleich. Na, das ist also ein bisschen standardisiert. Ich benutze hier heute das Garmin 1000 NXi aus dem Marketplace. Alles, was ich hier erkläre, gilt aber auch für das normale G1000. Allerdings ist der Autopilot im G1000 NXi ja wesentlich feiner programmiert. Ne? Er fliegt wesentlich saubere Kurven, hält die ganzen Geschichten alles ein bisschen besser. Es gibt eigentlich keinen Grund, sich das G1000 NXi nicht zu installieren, auch wenn es eine Beta ist. Wenn man dann Probleme feststellt, kann man das Ganze auch einfach wieder rausschmeißen. Ja, wir machen einen ganz kurzen Flug. Ich habe einen sehr, sehr kurzen Flugplan auf der Weltkarte erstellt, um einfach mal auch das Navigationsfeature zu erklären. Es geht nicht um die ganzen Funktionen des Navis, sondern hauptsächlich um den Autopiloten. Also ich werde jetzt hier nicht alles erklären. Wir gehen auch noch nicht auf so besondere Sachen ein wie VNAV oder so. Das ist einfach noch zu kompliziert für den Anfang, sondern die Basics. Das G1000 für die Begrifflichkeiten besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Ja, das ist einmal das PFD, das heißt Primary Flight Display. Ne? Einfach, wenn wir PFD sagen, ist immer die linke Seite gemeint. Und wenn wir MFD sagen, ist die rechte Seite gemeint. Da steht für Multifunktionsdisplay. Das ist eigentlich so die Standardbezeichnung. Wir haben im PFD dann hier oben den sogenannten Flight Mode Annunciator. Das hat eigentlich auch so gut wie jedes Flugzeug, was irgendwie digitale Anzeigen hat. Ob es der Airbus ist, ob es die Boeing ist oder ob es halt ein G1000 Flugzeug ist. Wir haben hier oben die Autopilot-Modi drin. Beim G1000 ist es in der Regel so, dass wir links die lateralen Modi haben, sprich die Navigation, also links, rechts, geradeaus. Wir haben in der Mitte eine Anzeige des Modus, also ob der Autopilot überhaupt aktiv ist oder nicht. Und wir haben rechts dann die Seite für die vertikalen Modi, das heißt hoch, runter, Höhe halten und so weiter. Das sind auch Begrifflichkeiten, solltet ihr euch vielleicht ein bisschen merken. Ne? Lateraler Modus ist also links, rechts, geradeaus. Und vertikale Modi sind hoch, runter, Höhe halten. Da gibt es dann immer verschiedene. Ansonsten gibt es mehrere Knöpfe, die den Autopiloten steuern. Ja, wir haben hier in diesem Flugzeug auf beiden Seiten auch eigentlich die gleichen Knöpfe. Wir haben hier einmal den AP-Knopf, der schaltet den Autopiloten an. Wir haben den FD-Knopf, der schaltet den Flight Director an. Ich sage nachher auch, was der Flight Director ist. Wir haben den Heading-Knopf, ja, HDG, der schaltet quasi den Steuerkursmodus an. Wir haben den Alt-Knopf, der im Prinzip einfach die Höhe einfängt, die das Flugzeug zu dem Moment hat, wenn wir den Knopf drücken. Das ist, glaube ich, das größte Missverständnis, was dieser Alt-Knopf macht. Gehen wir aber auch noch genauer darauf ein. Ich gehe sie nur mal kurz durch. Ja, der NAV-Knopf ist im Prinzip der Hauptnavigationsmodus. Der sorgt dafür, dass der Autopilot dem GPS-Flugplan folgt oder halt einem VOR-Signal. VNAV ist vertikale Navigation, ist ein etwas fortschrittliches Feature, ist eigentlich noch nicht in allen Flugzeugen simuliert. Gerade in Standardflugzeugen nicht und auch im Standard G1000 nicht. Das ist im Moment im NXi, ist das durchaus schon drin. Da gehen wir heute aber nicht drauf ein. Approach-Modus. Das ist der Modus, der fängt nachher das ILS-Signal ein, also den Localizer und die Glide Slope. BC ist in der Regel immer der Backcoast. Das ist im Prinzip die Verlängerung des Localizers in die entgegengesetzte Richtung eines ILS-Signals. Aber wenn man jetzt irgendwie von der Seite kommt, in die das ILS-Signal eigentlich nicht ausgestrahlt wird, kann man trotzdem in Richtung Flughafen fliegen. Auf dem Backcourse. Wird eigentlich relativ selten benutzt erstmal.
VS ist vertikale Speed, ja, Vertical Speed ist also die Sinkrate oder Steigrate, kann man damit einstellen. Und FLC ist der sogenannte Flight Level Change Modus. Da versucht der Autopilot eine festgelegte Geschwindigkeit zu halten und steuert halt die Nase automatisch, sodass die Geschwindigkeit gehalten wird. Und wir können halt über den Schub steuern, wie viel Energie noch übrig ist für den Steigflug, beziehungsweise wie viel Energie wir rausnehmen, damit er anfängt zu sinken und so weiter und so fort. Das Wichtigste ist es, glaube ich, zu wissen, dass es hier im Flugsimulator nicht unbedingt alles so funktioniert, wie es draußen funktioniert. Der Autopilot hat durchaus ein paar Macken auch und ist halt, ja, halt so programmiert, wie er halt ist. Das heißt, es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken, ob der Autopilot draußen im echten Leben anders funktionieren würde. Wir müssen halt mit dem leben, was wir hier haben im Flugsimulator. Und das Wichtigste ist, dass man, bevor man startet, einfach versucht, so überhaupt gar nicht im Autopiloten rumzufummeln. Ja? Wenn man hier schon anfängt, am Start, bevor man überhaupt loslegt, irgendwie den Alt-Knopf zu drücken oder den Autopiloten anzuschalten, werden schon irgendwelche Werte gespeichert für den Rollmodus, für den Pitch-Modus oder die gehaltene Höhe. Die führen dazu, dass wenn ihr dann erstmal gestartet seid und 500 Meter vielleicht geflogen seid oder so, und ihr schaltet den Autopiloten an, dass er plötzlich in den Steigflug, in den Sinkflug geht oder auslevelt oder irgendwie solche Geschichten. Am besten am Anfang nichts am Autopiloten drücken, keine Modi drücken, nichts außer vielleicht die Höhe vorwählen. Das ist das Einzige, was man machen kann. Die Höhe, die vorgewählt wird, steht hier in diesem Fenster und das macht man mit dem Höhenknopf. Ja, das ist der Alt-Knopf, der ist unten links auf jeder Seite. Ja, da können wir eine Höhe vorwählen, die der Autopilot quasi halten soll. Und egal welchen vertikalen Modus wir benutzen, ja, wir brauchen nichts weiter drücken, also wir brauchen keinen Alt-Knopf drücken. Wenn wir jetzt irgendeinen vertikalen Modus benutzen, egal ob es der Pitch-Modus ist, der VS-Modus ist oder der FLC-Modus ist, der Autopilot theoretisch levelt dann automatisch in dieser Höhe aus. Er geht ungefähr 500 Fuß vorher in den Alt-Capture-Modus über. Es kann allerdings sein, dass im Standard G1000 er aus dem Pitch-Modus diesen Wert nicht einfängt. Im 1000 NXI funktioniert das, im Standard glaube ich nicht. Da muss man dann entweder den VS-Modus nehmen oder den FLC-Modus nehmen. Das ist das Einzige, was man vielleicht, bevor man losfliegt, einstellen könnte. Das Heading geht auch, ne, den Kurs. Also alles, was noch keine Modi hier oben einschaltet, kann man durchaus vorher benutzen. Ja? Also wir können hier auch schon den Kurs drehen. Das ist der Steuerkurs. Wir stellen also irgendeine Gradzahl ein. Und wenn wir nachher am Autopiloten den Heading-Knopf drücken, versucht er, diesen Kurs zu fliegen. Ja, das ist dieser kleine hellblaue Bug. Nennt sich das, ja, Steuerkurs-Bug oder Heading-Bug. Wir stellen ihn jetzt gerade mal auf die in Richtung der Startbahn aus, sodass wir quasi theoretisch, wenn wir den aktivieren, geradeaus fliegen würden nach dem Start. Man kann aber auch ganz einfach, zum Beispiel, wenn er irgendwo steht, hier einmal mit der Maus raufklicken. Zack, dann setzt er ihn automatisch auf den gerade aktiven Kurs. Ja, und der Kurs wird hier auch angezeigt. HDG, ne, Heading-Modus, auf Deutsch Steuerkursmodus, 73 Grad. Die lila Anzeige ist im Prinzip der Kurs Deviation Indicator. Das ist CDI. Ja, ist die Abkürzung dafür. Lila ist in der Regel immer der, oder Magenta, wie immer man das auch bezeichnen möchte, die Farbe. Manche sagen rosa dazu, für einen ist das vielleicht auch grün. Ist egal. Aber hier bei uns, für nicht farbenblind, ist das auf jeden Fall Magenta oder sowas in die Richtung. Das ist dann immer der GPS-Flugplan. Hier steht dann auch GPS. Und man kann dem Autopiloten aber verschiedene Quellen geben für den NAV-Modus. Ne? Also er kann einmal den GPS-Flugplan folgen, dann gibt es aber noch Sachen wie zum Beispiel VOR-Signale oder auch ILS-Signale. Und das kann man dann mit dem Knopf hier unten umschalten, CDI, der ist direkt darunter. Ja, wir können auch sagen, wenn wir den Autopiloten in den NAV-Modus schalten, wir wollen dem Localizer 1 folgen. Inzwischen steht auch nicht mehr VOR oder irgendwas, da steht immer Localizer, weil ein VOR ist im Prinzip nichts anderes als ein, ja, als ein Gerät, was 360 Localizer aussendet. Ja, also für jede Gradzahl ein Localizer. Und in der Regel hat jedes Flugzeug zwei Navigationsradi, ne? Radio 1, Radio 2. Wir können also zwei Localizer einstellen. Ja, wenn wir hier die Frequenzen einstellen auf NAV 1 oder NAV 2, und dann sind das hier die entsprechenden dazugehörigen Angaben, ne? Log 1, NAV 1, Log 2, NAV 2. Die meisten werden aber am Anfang mit, ja, sage ich mal, dem GPS-Flugplan fliegen, aber zum Landen, wenn man eine ILS-Landung machen möchte, braucht man halt auch eine Frequenz für den Localizer oder beziehungsweise für das komplette ILS-Signal und die muss man dann hier im NAV-Radio eingeben. Theoretisch, das 1000 NXI
Soll das durchaus schon automatisch machen beim Übergang in den Landeanflug. Ich habe es noch nicht hinbekommen. Ich habe mich aber auch jetzt noch nicht so detailliert mit dem NXI auseinandergesetzt. Aber wer zum Beispiel das Standard G1000 benutzt oder auch in vielen anderen Flugzeugen, insbesondere wenn man jetzt mit analogen Instrumenten fliegt oder so, muss man die Frequenz von Hand eingeben. Das heißt, wenn man eine ILS-Landung machen möchte am Ende, sollte man die Frequenz vom ILS-Signal auch nutzen. Leider ist es so, dass wir im Flugsimulator ohne externe Mittel es teilweise schwer haben, die Frequenz rauszubekommen während des Fluges. Ich habe keine Möglichkeit gefunden. Ich habe hier auch im G1000 keine Datenbank gefunden, um mir die Frequenzen anzeigen zu lassen. Sie gibt es möglicherweise. Aber es gibt ja auch genug Flugzeuge, die haben, sage ich mal, keine Datenbank verbaut. Gerade auch wieder analoge Flugzeuge, die also gar kein richtiges Garmin drin haben. Auch die können ja quasi einen ILS-Anflug machen. Ne? Die Modi sind die gleichen. Auch in einer Cessna 172 mit klassischen Instrumenten, ne, sind die Modi vom Autopiloten ist immer das gleiche. Und auch ILS funktioniert immer gleich. Und wir haben im Flugsimulator einfach eigentlich nur die Möglichkeit, uns die Frequenz vor dem Flug rauszusuchen. Das zeige ich ganz am Ende vom Video, wie wir auf der Weltkarte in der Planung des Fluges die ILS-Frequenz rausbekommen. Ansonsten kann man natürlich einfach sich ein Tablet nehmen oder nebenbei googeln oder raustappen oder was auch immer. Man findet zu den Flughäfen eigentlich überall auch die Informationen im Internet, auch die ILS-Frequenzen und zu 99,9% stimmen die ILS-Frequenzen aus den externen Quellen auch mit den Frequenzen im Flugsimulator überein. Ja, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber in der Regel passt das schon. Na, aber das ist halt eine Sache, die man braucht, wenn man am Ende weiß, ich will eine ILS-Landung machen. Die ILS-Frequenz, das gehört alles mit zum Autopiloten dazu und zur Flugvorbereitung. Gut, das zum Course Deviation Indicator, ne? Also Kursabweichanzeige würde ich das jetzt übersetzen, keine Ahnung. Die zeigt im Prinzip die Abweichung vom Kurs an, ne? Wie es schon einfach der Name sagt. Ja, das wäre jetzt der Kurs, den wir fliegen wollen, ne? Der große Pfeil. Und dieser kleine Strich dazwischen geht entweder nach rechts, nach links oder ist mittig. Ist der mittig, befinden wir uns genau auf dem Kurs. Geht dieser kleine Teilstrich nach rechts, dann befindet sich der Kurs, den wir eigentlich fliegen wollen, rechts von uns. Und geht dieser Strich hier nach links, dann befindet sich der Kurs, den wir eigentlich fliegen wollen, links von uns. Das gilt nachher genauso für den Localizer, zum Beispiel im ILS-Anflug. Ne? So, das heißt, erstmal grundlegend merken, am besten vorm Flug nichts einstellen, was hier oben irgendwelche Modi triggert. So, wenn wir jetzt starten und dann, sage ich mal, nach ein paar Metern den Autopiloten anschalten, dann geht er automatisch erstmal in den Roll- und Pitch-Modus. Das heißt, er schaltet die grundlegenden Autopiloten-Modi ein. Das ist einmal der Roll-Modus, der wird hier erscheinen auf der Seite. Der hält im Prinzip genau den Bank-Angle, den wir gerade haben, wenn wir den Autopiloten einschalten. Und der Pitch-Modus hält theoretisch genau die Pitch, die wir haben, also die Nase hoch, Nase runter Einstellung, ne, den Grad oder die, ja, Pitch halt, die, wie sagt man, den Anstellwinkel, ne, den wir haben, wenn wir den Autopiloten anschalten. Das heißt, wenn wir hier die Nase auf 5 Grad haben, wir schalten Autopiloten an, dann nimmt er automatisch diese 5 Grad ein. Das ist im Flugsimulator nicht immer so hundertprozentig, weil vielleicht kleine Verzögerungen drin sind oder im Algorithmus anders gerechnet wird. Deshalb muss damit leben, was der Autopilot macht. Und wenn man jetzt zum Beispiel vorher schon irgendwie am Piloten rumschwummelt und schon mal einmal Autopilot drückt zum Testen, dann speichert er die Pitch, die wir gerade jetzt haben. Das heißt, er würde dann jetzt im Hintergrund sich die Pitch 0 Grad speichern. Wenn wir den Autopiloten wieder ausmachen, dann starten und fliegen und den Autopiloten anschalten, nimmt er die Pitch 0 Grad ein. Ja, deswegen nichts drücken vorher. So. Und wenn er diese Modi eingenommen hat, dann kann man dann sich entscheiden, welche weiteren Modi man zuschaltet. Da geht auch automatisch der Flight Director an und dann erklären wir das gleich weiter. Wir starten jetzt erstmal. Wir ignorieren mal alles, was heute Höhen und Licht und sowas angeht. Darum geht es nicht. Ne? Es geht ausschließlich um den Autopiloten. So. Ging jetzt mal ein Stück. Geradeaus dann. Ja, und den Autopiloten sollte man auch nicht zu früh einschalten. Weiß nicht, so 500 Fuß Höhe. Es gibt für viele Flugzeuge Vorschriften, weiß nicht, so 200 Fuß Minimum oder sowas. Ich würde mal erstmal eine stabile Fluglage einnehmen und den Autopiloten einschalten. Ich trimme gleich erstmal ein bisschen, dass ich eine halbwegs stabile Fluglage habe und den Joystick loslassen kann.
Wir fliegen mal kurz ein Stück in die Richtung, dass wir nicht zu dicht am GPS-Flugplan sind. Ich möchte nämlich noch was dazu demonstrieren. So, und ich schalte jetzt den Autopiloten an. Ja, mit dem obersten Button. Na, AP. Zack. Und theoretisch nimmt er jetzt die Stellung ein, die wir haben. Er ist ein ganz klein bisschen runtergegangen mit der Nase, hat aber im Flight Director die Pitch mehr oder weniger gespeichert. Ja. Der Flight Director ist jetzt dieser Pfeil, der da drüber liegt, über dem Autopiloten, auch wieder in Magenta. Und der Flight Director zeigt im Prinzip das an, was der Autopilot fliegen würde, wenn er aktiv ist. Das heißt, man kann den Autopiloten ausschalten und der Flight Director bleibt aktiv und zeigt uns an, wie wir fliegen müssen, damit wir das gleiche machen, wie der Autopilot machen würde. Das ist der Flight Director. So kann man zum Beispiel im ILS-Anflug einfach den Autopiloten ausschalten und versuchen, dem Flight Director zu folgen, um die ganze Geschichte einfach ein bisschen zu üben. So, jetzt können wir, ne? Wir haben den Roll-Modus und den Pitch-Modus und jetzt können wir zum Beispiel erstmal in diesem Modi bleiben und können über die Button Nose Up, Nose Down auch die Pitch ändern. Ja? Wir werden ziemlich langsam, das heißt, ich nehme die Nase ein bisschen runter, drücke auf Nose Down. Er nimmt die Nase ein bisschen runter und hält aber einfach die Pitch weiter. Also er bleibt im Pitch-Modus. Seht ihr das? Er nimmt immer weiter die Nase runter. So, dass wir halt nicht zu langsam werden. Und er hält den Bank-Angle, den wir hatten. Und man bleibt eigentlich nicht lange in dem Modus. Man entscheidet sich dann irgendwann im Flug. Drehen wir das kurz ein bisschen hoch. Für irgendwelche Modi. Also entweder nimmt man den Heading-Modus. Das ist das Erste, was wir jetzt mal anschalten. Ich drücke also nochmal kurz auf den Heading-Knopf, weil ich einfach nur gerade ausfliegen möchte, so wie wir gerade sind. Ja, er setzt den Heading-Bug und ich schalte den Heading-Modus an. Das heißt, im lateralen Modus schaltet er jetzt auf HDG um und er folgt einfach dem Steuerkurs, den wir gerade eingestellt haben. Ja, er dreht also das Flugzeug so, dass er diese 168 Grad fliegt. Was vertikale Modi angeht, sind wir noch im Pitch-Modus. Jetzt gibt es für viele Flugzeuge, wie gesagt, die beiden Hauptmodi. Das ist einmal vertikales Speed-Modus oder Flight-Level-Change-Modus. Wir fangen mal mit dem vertikalen Speed-Modus an. Das ist der, der in den meisten Flugzeugen drin ist. Den aktivieren wir einfach mit VS. Ja? Und er hat dann in der Regel erstmal grob die vertikale Speed, die wir in dem Moment haben, übernimmt er. Ne, das sind so 700 Fuß pro Minute. Das heißt, er versucht jetzt automatisch, die 700 Fuß pro Minute zu halten, der Autopilot. Ja? Und wenn wir jetzt mit dem Schub spielen würden, würde er immer versuchen, das auszugleichen. Er muss also genug Power haben, um diese Speed auch wirklich zu halten. Bei vielen Flugzeugen geht dann irgendwann die Luft aus und wir müssen so ein bisschen runtergehen. Das heißt, auch hier nehmen wir die Buttons wieder Nose Up, Nose Down, um das einzustellen. Das heißt, wenn wir Nose Down drücken, nimmt er die vertikale Geschwindigkeit ein bisschen zurück. 600 Fuß, 500 Fuß, er nimmt also die Nase runter, aber halt so weit, dass genau diese Steigrate eingehalten wird, die hier angezeigt wird. Alles, was immer weiß daneben steht, ja, das sind im Prinzip die, ja, scharf gemachten Modi. Das heißt, der Alt-Select-Modus, der würde dann anspringen, wenn wir 500 Fuß von der eingestellten Höhe entfernt sind. Ich drehe jetzt mal runter auf 3500 Fuß und er müsste jetzt bei 3000 Fuß, geht er dann in den Alt-Select-Modus über. Also immer so Pi mal Daumen, 500 Fuß vorher. Und der Alt-Select-Modus ist quasi der Modus, der dann langsam anfängt, die Höhe einzufangen. Ja, das kann man ein bisschen später, ein bisschen früher kommen. Kann auch manchmal 200 Fuß, 300 Fuß vorher sein. Aber er geht dann irgendwann über. Und wenn er dann direkt die 3500 Fuß erreicht, geht er in den Höhenhaltemodus über. Ohne, dass wir irgendwie diesen Alt-Button drücken müssen. Und der andere Modus bleibt immer im Heading. Und hier könnte ich jetzt im Heading-Modus immer schön... Es fängt an zu blinken, 3,5. Und im Heading-Modus können wir jetzt immer schön eigentlich den Steuerkurs einstellen und er würde immer versuchen, dem zu folgen. So, okay, im GA1000 ist es ungefähr 100 Fuß davor, ne? Geht er jetzt in den Alt-Select-Modus über. Und wenn er die Höhe direkt hat, geht er in den Alt-Modus über. Und jetzt hält er die Höhe. Und das sind so Standard-Modi, ne? Heading und Alt.
wenn man im Reiseflug ist. Und hier können wir den Steuerkurs einstellen und das Flugzeug dreht dahin, wo wir wollen. Diese Basic-Modi sollte man auch drauf haben, gerade mit dem Heading-Modus sollte man klarkommen, falls der Autopilot nämlich mal irgendwann spinnt und zum Beispiel den GPS-Flugplan nicht mehr folgt oder der kaputt geht oder was auch immer. Ich zoome mal ein bisschen raus. So, wir fliegen jetzt mal wieder kurz in Richtung unseres Ursprungsflugplatzes zurück, so ganz grob. Jetzt gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Standard G1000 oder dem Standard Autopiloten generell und dem NXI, und zwar wenn wir umschalten auf den NAV-Modus. Im Standard Flugsimulator Autopiloten, also auch im Standard G1000, wenn wir jetzt hier auf NAV schalten würden, würde er sofort anfangen in Richtung GPS-Flugplan zu fliegen. Ja? Im NXI ist das inzwischen so, wenn wir auf den NAV-Modus umschalten, wird GPS erstmal scharf gemacht. Es ist weiß. Wir müssen also im NXI grob in die Richtung vom GPS-Flugplan fliegen und auch grob einen Winkel haben, dass wir den Ast vom GPS-Flugplan schneiden. Sonst geht er nicht in den GPS-Modus über. Ja, im Standard-Autopiloten kein Ding. Geht er sofort über und versucht sofort den GPS-Flugplan zu folgen. Hier im NXI müssen wir jetzt gucken, dass wir irgendwie so versuchen, diesen Kurs zu schneiden. Muss auch ein vernünftiger Winkel sein, also wenn wir über 90 Grad da ankommen, dann schneidet er das nicht. Also dann schaltet er auch nicht um in den GPS-Modus. Ja, wir würden jetzt ungefähr dann mit einem guten Winkel drauf zukommen. Und wenn wir da sind, würde er dann den GPS-Flugplan quasi aktivieren. Also dann geht er auch in den GPS-Modus über und folgt dem GPS-Flugplan. Dazu muss die CDI-Anzeige natürlich auf GPS stehen, sonst funktioniert das nicht. Ne? Bei den Höhenmodi ist es jetzt so, der Alt-Knopf hat natürlich auch trotzdem seine Funktion. Nehmen wir mal an, wir wollen jetzt auf, weiß ich nicht, wir stellen jetzt hier mal 7000 Fuß ein oder irgendwas Hohes. Ne? Schalten jetzt wieder den vertikalen Speed-Modus ein. Wenn wir gerade fliegen, steht hier natürlich erstmal 0 Fuß pro Minute. Und wir wollen jetzt steigen, nehmen wir die Nose Up. Ja, Nose Up Button. Stellen jetzt 300 Fuß pro Minute ein. Und fangen an zu steigen. Und der Alt Button ist dazu da, wenn man jetzt plötzlich sagt, ich muss ganz schnell ausleveln. Also entweder man kriegt einen Funkspruch von der ATC oder irgendwas. Und bevor man dann hier irgendwie rumfummelt und die Höhen einstellt oder was auch immer, drückt man dann einfach den Alt-Button und in dem Moment levelt er aus und hält auch die Höhe, die wir zu dem Zeitpunkt haben. Nichts anderes ist im Prinzip dieser Alt-Button. Den braucht man für nichts anderes. Und das ist aber so ein typischer Fehler, glaube ich, den viele Leute machen am Anfang, indem sie diesen Button drücken. Gerade wenn man unten auf der Runway steht und dann speichert er die Runway-Höhe als Höhe ab, die er halten möchte. Wenn man dann den Autopiloten aktiviert, geht er in den Sinkflug über, in einen steilen Sinkflug. Range ist klar, ne, das ist der Button, um die Range für die Karte hier einzustellen. Und wenn wir dann relativ dicht dran sind, schaltet er quasi vom Heading-Modus in den GPS-Modus um. So, wir sind jetzt gleich bei 4000 Fuß und nehmen wir mal an, wir wollen die 4000 Fuß einfach halten und drücken dann jetzt den Alt-Button. Ja, dann springt er in den Alt-Modus um und hält die 4000 Fuß, die wir jetzt gerade haben. Und man braucht nichts weiter machen. So einfach ist das. Flight-Level-Change-Modus. Flight-Level-Change-Modus versucht, eine bestimmte Geschwindigkeit zu halten. Wenn wir jetzt Vollgas fliegen und wir schalten den Flight-Level-Change-Modus an, na, wir haben immer noch 6000 Fuß vorgewählt, schalten Flight Level Change Modus an, das heißt, er wird versuchen, die aktuelle Geschwindigkeit zu halten und dabei noch zu steigen. Da wir jetzt aber Vollgas geben, ist einfach keine Energie da, um groß zu steigen. Ja, er kann die Nase nur minimal hochnehmen, wir würden dadurch Geschwindigkeit verlieren und er nimmt die Nase wieder runter, weil er die 112 Knoten halten will. Ja? Das heißt, wir müssen entweder zwei Sachen machen. Entweder wir aktivieren den Flight Level Change Modus, wenn wir nicht gerade Vollgas fliegen, und geben dann Schub rein, sodass Energie da ist, dass er steigt. Oder aber wir gehen jetzt mit der Geschwindigkeit runter, die er fliegen soll. Dann hat er Energie übrig, um in den Steigflug zu gehen. Auch dazu nutzen wir wieder die Buttons Nose Up, Nose Down, um das zu regeln. Ja, Nose Up
würde jetzt die Geschwindigkeit erhöhen, Nose Down würde die Geschwindigkeit verringern. Das ist so ein bisschen invertiert, aber im Endeffekt sieht man, was man einstellt. Na, und jetzt sehen wir schon, er hat den GPS-Flugplan eingefangen, weil wir den entsprechenden Winkel hatten und geht jetzt hier dazu über, dem GPS-Flugplan zu folgen. So, beim Flight Level Change Modus, wie gesagt, Nose Up, Nose Down, Geschwindigkeit einstellen, wir stellen jetzt mal 100 Knoten ein. Das heißt, er hat jetzt Energie über, die er in vertikale Geschwindigkeit umwandeln kann, weil er nur 100 Knoten fliegen braucht. Und den Rest stellt er jetzt ein, um zu steigen. Na, ich stelle mal kurz 5000 Fuß ein. Der große Knopf dreht immer 1000er und der kleine Knopf dreht immer 100er Schritte. So. Und auch hier, wenn er die 5000 Fuß erreicht, levelt er automatisch aus und hält die 5000 Fuß. Das ist ganz easy eigentlich. Ja, und wenn wir stärker steigen wollen, müssen wir die Geschwindigkeit noch weiter runtersetzen, dann kann er noch mehr Energie, sage ich mal, in den Steigflug umsetzen. Es gibt halt bei vielen Flugzeugen auch so Geschwindigkeiten, wo man sagt, okay, mit der steigt man, ne, gerade so bei Airlinern oder sowas, funktioniert viel über den Flight Level Change Modus, weil man sagt, okay, die beste Geschwindigkeit für den Climb, für den Steigflug ist, weiß ich nicht, 140 Knoten, 240 Knoten oder sowas, dann stellt man die ein in das Flugzeug. Nutzt dann den maximalen Schub, den es hat, für den Climb. Und es hat dann was mit Effizienz und Effektivität zu tun. Und, er geht hier langsam in den All-Select-Modus über. Und es fängt an zu blinken. Und fängt dann 5000 Fuß automatisch ein. Und bei 5000 Fuß schaltet er wieder direkt in den Alt-Modus über. Oder um. Und alles, was dann an Energie wieder übrig ist, weil wir immer noch Vollgas fliegen, setzt er halt wieder in Geschwindigkeit um. Und nehmen wir mal an, wir wollen jetzt sinken. Ist das gleiche in grün. Wir wollen jetzt wieder runter auf 3000 Fuß. Ja, gibt es das gleiche. Ne? Die beiden Modi. Wir wählen die Höhe vor mit dem Alt-Knopf. 3000 Fuß. Und wir können jetzt zum Beispiel Flight Level Change drücken. Und jetzt muss man aufpassen, weil wenn er die Nase runternimmt, wird die Geschwindigkeit ja immer höher. Hier ist jetzt das Gleiche. Wenn wir den Flight Level Change Modus aktivieren, versucht er die Geschwindigkeit zu halten. Ja, in dem Moment, wo wir weiter mit Vollgas fliegen, wird er merken, wenn er die Nase runternimmt, er wird zu schnell, nimmt er sie wieder hoch. Das heißt, wir fangen gar nicht wirklich an zu sinken, weil wir einfach die Energie nicht ändern. Das heißt, auch hier haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Entweder wir setzen die Geschwindigkeit hoch, so dass er die Nase runternehmen kann. Ja. Nehmen wir mal 130 Knoten. Das ist so gerade so, naja, grenzwertig für die Cessna. Ne? Da kann er die Nase aber runternehmen. Ne? Da kann er beschleunigen und auch sinken. Oder aber, wir gehen wieder runter auf die 110 Knoten. Wir nehmen einfach Power raus. Ja, wir nehmen einfach Schub raus, RPM raus. Und auch da ist dann Luft, dass er die Nase runternehmen kann, um zu sinken. Oder aber für den Sinkflug genauso, wir können den VS-Modus nehmen, vertikalen Speed-Modus, stellen eine Sinkrate ein. Nehmen wir an, wir wollen einfach nur mit 500 Fuß pro Minute sinken. In vielen Flugzeugen gibt es da so Empfehlungen. Und er versucht dann die 500 Fuß zu halten und wir können über den Schub so ein bisschen auch die Geschwindigkeit regeln. Ne? Er versucht das dann immer auszugleichen. So, und theoretisch, was auch nicht bei jedem Autopiloten funktioniert, hier geht es, glaube ich, kann man dann halt, wenn man nochmal den VS-Modus drückt, also wenn man den Modus drückt, den man hier zu stehen hat, geht man wieder in den Pitch-Modus über. Das heißt, man kann dann wieder direkt einfach den Pitch einstellen. Auch hier kann man dann Nose Down machen, Nose Up. Ja, aber das nutzt man eigentlich sehr selten, ne? Standardmäßig sind VS oder FLC. So, und wir wollen jetzt auch wirklich auf die 3000 Fuß sinken. Und zwar mit 500 Fuß pro Minute. Und das sind so die Standard-Modi. Zumindest für die vertikale Navigation. Bei der lateralen Navigation hier drüben gibt es dann wie gesagt noch die Localizer-Modi. Das sehen wir nachher, wenn wir zum ILS-Anflug kommen.
Wir warten jetzt noch, bis wir die 3000 Fuß erreicht haben, dann levelt er wieder aus und dann mache ich einen kleinen Cut und dann gehen wir mal kurz eine ILS-Landung mit dem Autopiloten durch. Ansonsten eigentlich relativ easy. Und wie gesagt, das gilt, also die Basics gelten eigentlich für alle Flugzeuge. Es ist egal. Also gilt genauso für eine Boeing, für einen Airbus, wie für die kleine Cessna. Und die Begrifflichkeiten sind in der Regel auch immer gleich. Und auch die Abkürzungen, ne, sind immer gleich. Es wird immer VS für vertikale Geschwindigkeit benutzt. Es wird immer FLC in der Regel für Flight Level Change Modus benutzt. In manchen Flugzeugen wird dafür der Name Speed auch benutzt, gerade wenn man vielleicht einen Autothrust drin hat oder so. Aber es bleibt unterm Strich eigentlich eher so ein Flight Level Change Modus. Die Geschwindigkeit erhöhen oder ein bisschen. Auch noch mal reingeben. Ne, ich gebe jetzt Power rein, also Vollgas wieder. Und muss jetzt dann aber selber ein bisschen aufpassen, ne, dass wir hier nicht zu schnell werden. Gegebenenfalls müssen wir die Sinkrate verringern oder halt wieder ein bisschen Power rausnehmen. Na, hier dann trotzdem mal aufpassen. Weil er versucht halt immer nur die vertikale Geschwindigkeit gerade zu halten. Das ist nur ein Outer-Marker, das Piepen. Gehen wir heute nicht drauf ein. Irrelevant erstmal. So, wie gesagt, der Flugplan führt mich dann jetzt nachher zur 25 links in Schönefeld. Und ich habe die Frequenz mir, wie gesagt, vorher rausgesucht, beziehungsweise ich weiß inzwischen, das ist mein Heimatflughafen. Und ja, leider gibt es auf dieser Karte, und es wäre so schön, wenn es auf der Standard-VFR-Karte hier im Flugsimulator einfach auch die Möglichkeit geben würde, sich hier die ILS-Frequenzen anzuzeigen. Ne? Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, geht das nicht. Das heißt, externe Quellen oder halt vorher gucken, ne, wo man hinfliegt. Auf dem PC ist es noch relativ einfach, da gibt es auch einige Tools oder Navigraph oder was auch immer. Auf der Xbox allerdings, denke ich mal, wird es solche Apps in-game, also im Flugsimulator, nicht unbedingt geben. Wenn man jetzt einen Airliner fliegt, zum Beispiel einen Airbus oder was auch immer, die haben teilweise auch die ILS-Frequenzen hinterlegt. Da kann man dann auch suchen und einstellen. Aber bei vielen kleinen Maschinen, gerade so GA-Maschinen, ist das nicht unbedingt Standard, dass die ILS-Frequenz irgendwo hinterlegt ist. Oder abrufbar ist, sagen wir es mal so. Und erst recht nicht, wenn man irgendein Flugzeug mit analogen Instrumenten ohne Navi fliegt. So, ne? Er hat jetzt wieder die 3000 Fuß eingehalten oder eingefangen. Altmodus, GPS-Modus und in der Mitte steht einfach nur AP aktiv oder nicht aktiv. Bei vielen Flugzeugen steht in der Mitte dann auch noch zusätzlich da, ob zum Beispiel der Yaw-Damper aktiv ist. Oder der Flight Director oder so. Das ist dann immer noch so ein klein bisschen unterschiedlich. Aber in der Regel die Abkürzungen sind auch die gleichen. Ne? AP für Autopilot, FD für Flight Director oder JD für Yaw Damper. Und ja, ich mache jetzt einen Cut. Bis wir dann so ein bisschen in der Nähe des Localizers sind. Und dann zeige ich, wie wir händisch auf jeden Fall erstmal in den ILS-Anflug übergehen. Selbst wenn irgendwelche Garmins oder auch andere Flugzeuge das automatisch machen. Man sollte trotzdem wissen, was man machen muss, um das händisch zu machen, um halt im Notfall zu reagieren, wenn der Autopilot mal nicht das macht oder das GPS nicht das macht, was es soll. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, wir nähern uns der letzten Kurve, bevor wir dann auf den Landeanflugkurs übergehen. Und im Flugplan sieht das so aus. Ja, wir fliegen hier dann quasi die letzte Kurve und kommen dann hier in den ILS-Anflug rein. Spätestens vor der letzten Kurve sollte man auch alles soweit gesetzt haben. Und wie gesagt, die Frequenz müssen wir jetzt noch eingeben für das ILS-Signal. Es wird nicht immer automatisch passieren, erst recht nicht, wenn man Standard-Autopiloten fliegt und nicht irgendwelche Mods benutzt.
Die Bezeichnungen sind auch in allen Flugzeugen eigentlich gleich. Es gibt immer irgendwo ein NAV Radio 1 und ein NAV Radio 2. Die Abkürzungen sind eigentlich auch immer NAV 1 oder NAV 2. Ja, welches man von beiden benutzt, ist eigentlich egal. Wir nehmen NAV 1 heute, ne? Und es gibt dann in der Regel auch irgendwo immer einen Knopf, um das umzuschalten. Ja, beim G1000 ist es einfach der Knopf hier, einmal raufdrücken, dann springt der blaue Balken oder der blaue Rand nach oben und wir können jetzt NAV 1 einstellen, die Frequenz am NAV Radio 1. So, wir müssen jetzt hier die 109,5 einstellen. Ja, und dann gibt es auch in der Regel immer irgendwo einen Button, der die Frequenz wechselt. Ne? Das sind die Standby-Frequenzen, die wir voreinstellen können, und das sind die aktiven Frequenzen. Ja, und das ist der Button, um das zu wechseln. Ja, das heißt, auf NAV Radio 1 haben wir jetzt die 109,5 und er zeigt uns hier, zumindest im G1000 NXE-Mod, auch den Kenner an. IBSW. Ja, wir sehen auf jeden Fall, das ist ein ILS-Signal. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt gibt es in vielen Flugzeugen auch die Möglichkeit, sich die Entfernung anzeigen zu lassen. Auch die Bezeichnungen sind immer gleich. Das ist im Prinzip DME. Distance Measure Equipment oder so heißt das, und im G1000 haben wir unter anderem hier die Möglichkeit, bei PFD-Optionen uns noch ein paar Sachen einstellen zu lassen, unter anderem den Wind kann man uns anzeigen lassen, aber auch DME, ja, zum Beispiel die Entfernung. Und wir sehen hier zum Beispiel im Moment die Entfernung zum NAV 1, wenn man nochmal raufklicken, würde uns die Entfernung zum NAV 2 anzeigen. Entschuldigung, ich habe mich ganz kurz geirrt, hier schalten wir das noch ein. Und wir würden, wenn wir zurückgehen, hier die Quelle durchschalten können. Ja, wir können jetzt hier beim DME-Modus auch, NAV 2 einstellen lassen oder sowas. Oder auch sogar GPS, glaube ich. Wir lassen das aber alles ganz normal auf DME, NAV 1. Ja. Das ist dann nachher, wenn wir hier in die Richtung fliegen, auch immer die Entfernung, die wir noch haben zur Runway. Die benutzt man, um abzuschätzen, ob man die richtige Höhe hat, wann man irgendwelche Klappen setzt und so weiter und so fort. In kleinen Flugzeugen ist das nicht so wichtig. Aber es ist eigentlich immer gut zu wissen, wie weit es dann noch tatsächlich ist, bis wir dann auch landen. So, wir kommen jetzt auf den letzten Wegpunkt eigentlich vor der Kurve an. Na, wir sind immer noch im GPS-Modus. Er folgt also ganz normal den GPS-Flugplan. Und wenn wir jetzt nicht umschalten würden, ja, wenn wir den Cursed Deviation Indicator nicht umschalten würden auf Localizer, würde er auch dem Flugplan bis, sag ich mal, zur Runway folgen. Na, aber er würde halt das ILS-Signal nicht auslesen und wir könnten keine ILS-Landung machen. Man kann trotzdem von Hand landen oder im Moment auch das VNAV-Feature dann schon nutzen, um eine, ja, sag ich mal, eine RNAV-Landung zu machen. Darauf gehen wir heute aber nicht ein. Na, wir wollen eine ILS-Landung machen, das so Standard. So, fliegt jetzt hier die letzte Kurve. Und das Coole ist, sag ich mal, am G, 1000 NXI, dass er direkt auch schon wieder Top of Descent anzeigt, ja, TOD. Ja, hier ist im Prinzip der Punkt bei Xanim, wo wir anfangen würden, auf der Glideslope zu sinken. Und spätestens da sollte man umgeschaltet haben, ne? Das ist das Allerspäteste. Sonst kann es sein, dass man nicht rechtzeitig in die Glideslope kommt und dann plötzlich drüber ist und so weiter und so fort. Das heißt, wir fliegen jetzt im Prinzip schon auf den Localizer-Kurs zu, ja? Und ich würde jetzt quasi hier umschalten auf Localizer-Modus. Ja, dann steht hier Log 1. Hm? Hier oben steht jetzt gelb GPS. Im G1000 NXI ist es so, dass er die Modi quasi immer wieder in den Roll-Modus erstmal zurückschaltet und wir müssen nochmal den NAV-Modus aktivieren, dass er den Localizer einfängt. Im Standard G1000 schaltet er direkt vom GPS in den Localizer-Modus um. Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Feature vom NXI, dass immer, wenn man irgendwas wechselt, er erstmal in so einen Standard-Modus, Roll-Modus zurückwechselt. Ja? Und da wir jetzt aber nicht nur den Localizer einfangen wollen, sondern auch die Glideslope, ja, müssen wir den Approach-Modus aktivieren. Das heißt, hier erscheint jetzt auch schon weiß ein GS für Glideslope. Ja, das heißt, der Autopilot weiß, wenn die Glideslope hier irgendwann in der Mitte ist, dass wir die einfangen wollen und die auch folgen wollen. Ne, das ist der Indikator für die Glideslope, kommt jetzt langsam runter und wenn sie in der Mitte ist, wird auch der Autopilot die Glideslope einfangen und hier dann grün anzeigen und wird dann anfangen zu sinken. Ne, und das ist jetzt im Prinzip dann alles, was ein ILS-Anflug ausmacht. Ne? Localizer und Glideslope, diese beiden Komponenten. Ja, und das funktioniert nur,
wenn es auch ein richtiges ILS-Signal ist. Man muss aufpassen, es gibt einige Flughäfen, da gibt es auch durchaus, sage ich mal, ein ILS-Signal oder gerade im Flugsimulator ist es teilweise auch als ILS-Signal gekennzeichnet, hat aber keine Glide Slope, weil es kein Standardanflug ist. Muss man ein bisschen aufpassen. Aber in einem Standardflughafen, wo auch ILS als ILS benutzt wird, also Localizer und Glide Slope, sieht das dann so aus, ne? Localizer, Glide Slope. Wir kommen jetzt hier langsam in den Bereich, wo das jetzt gleich einfängt. Und dann fängt er automatisch an zu sinken und führt uns runter bis auf die Landebahnschwelle. Ne? Hat er umgeschaltet. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen mit dem Power. Ne? Wir können jetzt dann auch nicht unbedingt im Vollgas bleiben. Wir müssen sehen, dass wir die Geschwindigkeit dann auch so regulieren, dass wir nicht zu schnell werden. Ja? Und mehr ist es nicht. Alles andere, was jetzt noch passiert, ist flugzeugabhängig. Ja, das heißt, was wir jetzt an Konfiguration, Geschwindigkeiten und so weiter fliegen, hängt jetzt ganz vom Flugzeug ab. In der Cessna 172 versucht man mit 60 Knoten, zwischen 60 und 70 Knoten runterzukommen mit vollen Landeklappen. Und in anderen Flugzeugen sehen die Geschwindigkeiten anders aus. Ne? Das ist dann einfach flugzeugspezifisch, da gehe ich dann jetzt nicht drauf weiter an oder nicht weiter ein. Ansonsten, theoretisch, was aber für alle Flugzeuge auch gilt, im Garmin 1000, egal ob jetzt NXI oder was auch immer, der Autopilot wird keine Autolandung machen. Das heißt, man muss den Autopiloten einfach irgendwann vor der Landung auch wieder ausschalten, ganz kurz, und die restlichen Meter, die letzten paar Meter von Hand fliegen. Ne? Also sonst kracht man einfach auf die Bahn. Geht auch. Also für den Anfang kann man es einfach machen. Ne, wer Anfänger ist, der kann jetzt mit dem Flugzeug bis runterfliegen auf die Bahn, nimmt vorher, kurz bevor vor Aufsetzen, ein bisschen Power raus, schaltet vielleicht kurz vorm Aufsetzen den Autopiloten aus, dann kommt er auch runter. Aber das ist definitiv kein richtiges Prozedere. Ne? Und mehr ist es nicht. Ne? Wir sehen jetzt im Prinzip, wir sind ausgerichtet, ne, auf die Bahn, schön. Und die Geschwindigkeit, die Sinkgeschwindigkeit wird so berechnet, dass wir genau unten dann auch ankommen. Also die Glide Slope führt uns runter. Auch da muss man jetzt im Flugsimulator aufpassen. Es gibt teilweise auch, wenn man alles richtig macht, Signale, die im Flugsimulator falsch platziert sind. Ja, da ist dann plötzlich die Glide Slope irgendwie hier drüben und man würde plötzlich da landen oder da landen vom Localizer her. Oder die Glide Slope lässt einen ziemlich weit hinten aufsetzen und sowas. Ne? Also so 100% korrekt ist das einfach nicht an jedem Flugplatz. So, dann werden wir noch die Landung zu Ende machen und danach zeige ich noch, wie gesagt, ganz kurz, wie man auf der Weltkarte die ILS-Frequenz rausbekommt. Haben wir Wind? Eigentlich habe ich gar keinen Wind eingestellt, aber mir zeigt das Navi irgendwas an. Ne, ist 0 Knoten und der springt einfach noch hin und her, alles gut. Ja, in der Regel. Also zum Üben, ne, sollte man dann irgendwann anfangen, bei 1000 Fuß Höhe den Autopiloten auszumachen und dann versuchen, einfach von Hand runterzufliegen. Und da kann man sich dann auch schön am Flight Director orientieren. Das heißt, wenn ich den Autopiloten ausschalte, bleibt der Flight Director eigentlich aktiv. Der Flight Director versucht, ne, trotzdem weiter der Glide Slope und dem Localizer zu folgen und kann man sich ganz gut dran orientieren und kommt dann auch runter. Ne, einfach zum Üben. Und ich glaube, spätestens 200 Fuß oder so über dem Boden sind so die Vorschriften, um das Ding auszumachen. So, dann werden wir einfach mal den Autopiloten ausschalten. Ja, einfach wieder AP drücken. Und werden mal versuchen, ob wir jetzt den Rest von Hand hinbekommen. Ne? Eigentlich, wenn er gut, gut ausgetrimmt ist, das Flugzeug, fliegt es ja mehr oder weniger die Richtung weiter und hat auch die vertikale Geschwindigkeit weiter drin. Man braucht also gar nicht so groß korrigieren, solange jetzt keine fetten Böen auftreten oder so. Ja, wir sehen nämlich oben im Flight Mode Annunciator auch ganz leicht, dass die Modi noch aktiv sind. Ja, Localizer und Glide Slope. Und nur das Zeichen Autopilot ist ausgegangen. So. Ja, wir sind noch überhaupt nicht konfiguriert. Ich setze jetzt mal schnell die Flaps alle. Sind viel zu schnell. Power raus. Ja.
Aber das ist so getimed, ich kann das. Ansonsten setzt man natürlich je nach Flugzeugtyp vorher schon irgendwie die Konfiguration. Ja, und dann war es das. Okay, dann möchte ich euch noch ganz schnell, wie angekündigt, zeigen, wie ihr die ILS-Frequenz auf der Weltkarte rausbekommt. Das geht ja leider nur vor dem Flug. Dazu müsst ihr die Filter erstmal ein bisschen ändern. Auf der Weltkarte gehen wir dazu auf Mehr, hier unten. Dann gehen wir auf Filter öffnen, scrollen ganz nach unten und auch hier haben wir Navigationshilfen. Ja, das schalten wir ein. Leider wird die Filtereinstellung immer noch nicht gespeichert. Ja, nach einem Jahr Flugsimulator ist das immer noch so, dass wir jedes Mal die Filter neu einstellen müssen. Zumindest bei mir und vielen anderen. Und wenn wir diesen Filter gesetzt haben, dann sehen wir an den Flugplätzen immer diese kleinen Symbole. Ja, da steht dann immer ein I vor. Das ist eigentlich das gleiche Symbol wie für ein VOR. Aber da steht in der Regel ein I vor. Ja, das ist dann immer ein ILS-Signal. Und zwar gilt das ILS-Signal immer, welches am Ende der Bahn liegt, wo ihr landen wollt. Das heißt, wenn wir hier reinkommen und wir wollen hier auf der 25 links landen, dann wäre das das dazugehörige ILS-Signal, ja, mit der Frequenz 109.5. Das ist im Moment die einzige Möglichkeit im Spiel, die ILS-Frequenz rauszufinden, wenn das Navigationsgerät keine eigene Datenbank hat oder wenn ihr ein Flugzeug mit analogen Instrumenten fliegt. Gut, liebe Leute, das soll es dann auch gewesen sein. Es ging hauptsächlich, wie gesagt, um die Autopilotenfunktion, die grundlegenden Autopilotenfunktionen des MG-1000. Vieles ist aber übertragbar auch auf andere Flugzeuge. Ansonsten, wie gesagt, auch kurz gezeigt, wie ihr die ILS-Frequenz auf der Weltkarte findet. Und am Ende, wie immer, der Hinweis auf unseren Discord-Server. Wir haben einen Community-Discord-Server. Der ist hauptsächlich für den Flugsimulator, aber nicht nur. Ja, da geht es eigentlich um alle Spiele, die ich so auf meinem Kanal auch behandle. Und wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team. Wir haben inzwischen über 4000 Mitglieder. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, ihr euch mit anderen darüber einfach noch austauschen wollt oder ihr Mitspieler sucht, dann kommt doch zu uns auf den Discord-Server. Ihr findet dort auch viele meiner Videos, Links und Mods nach Kategorien sortiert. Und den Link zum Discord selbst findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite beziehungsweise dann auch in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht sogar geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo und eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.